Kapitel 36 Ein Kamerad seiner Kinder. Verbringt Zeit mit den Kindern. Die meisten Väter verschwenden viele goldene Gelegenheiten, um ihre Kinder an sich zu binden. Nach der Heimkehr von seiner Arbeit sollte es eine angenehme Abwechslung für ihn sein, etwas Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Väter sollten ihre falsche Würde ablegen und sich einige oberflächliche, selbstsüchtige Freuden in ihrer Freizeit versagen, um mit ihren Kindern zusammen zu sein und mit ihnen in ihren kleinen Nöten mitzufühlen. So binden sie ihre Kinder durch die starken Bande der Liebe an ihr Herz und erlangen auf ihren frommbaren Geist einen solchen Einfluss, dass ihr Rat als geheiligt angesehen wird. Habt besonders Interesse an Jungen. Der Vater von Jungen sollte mit seinen Söhnen in engen Kontakt treten, sie an seiner größeren Erfahrung teilhaben lassen und mit ihnen so einfach und zärtlich sprechen, dass er sie an sein Herz bindet. Er sollte ihnen begreiflich machen, dass er ihre Interessen und ihr Glück im Auge hat. Wer eine Familie mit Jungen hat, sollte sich dessen bewusst sein, dass er niemals die Seelen, die seiner Fürsorge anvertraut sind, vernachlässigen darf, egal was seine Berufung sein mag. Er hat diese Kinder in die Welt gesetzt und sich Gott gegenüber verpflichtet, alles in seiner Kraft Stehende zu tun, um sie vor unheiligen Verbindungen und bösen Freundschaften zu bewahren. Er sollte seine rastlosen Jungen nicht nur der mütterlichen Obhut überlassen. Das ist eine zu große Last für sie. Er muss Dinge anordnen, die den Interessen von Mutter und Kindern entsprechen. Es mag der Mutter sehr schwer fallen, Selbstbeherrschung zu üben und ihre Kinder in Weisheit zu erziehen. In diesem Fall sollte der Vater mehr Lasten auf sich nehmen und entschlossen die entschiedensten Anstrengungen machen, um seine Kinder zu schützen. Bildet Kinder zur Brauchbarkeit aus. Der Vater sollte als Haupt seines Hausstandes wissen, wie er seine Kinder zur Brauchbarkeit und zur Pflicht erzieht. Dies ist vor allem anderen seine vorrangige Aufgabe. Während der ersten paar Lebensjahre eines Kindes ist die Formung des Wesens grundsätzlich die Pflicht der Mutter. Aber sie sollte immer wissen, dass sie bei ihrer Aufgabe die Mitarbeit des Vaters hat. Wenn er im Beruf so sehr beschäftigt ist, dass er dadurch für seine Familie fast völlig unbrauchbar ist, dann sollte er sich eine andere Arbeit suchen, die ihn nicht davon abhält, seinen Kindern etwas Zeit zu widmen. Vernachlässigt er sie, dann ist er seiner Verantwortung untreu, die Gott ihm auferlegt hat. Der Vater kann einen Einfluss auf seine Kinder ausüben, der stärker ist als alle Verlockungen der Welt. Er sollte die Wesenszüge und Charaktere der Glieder seines kleinen Hauskreises studieren, damit er ihre Bedürfnisse und Gefahren erkennt, um so vorbereitet zu sein, das Falsche zu unterdrücken und das Richtige zu stärken. Was immer auch sein Beruf sein mag, der ist nicht so wichtig, dass der Vater dadurch die Erziehung und Ausbildung seiner Kinder in den Wegen des Herrn vernachlässigt. Werdet mit unterschiedlichen Wesensarten vertraut. Der Vater sollte vom Berufsleben oder vom Bücherstudium nicht so völlig in Anspruch genommen sein, dass er dem Studium der Charaktere und den Bedürfnissen seiner Kinder keine Zeit widmen kann. Er sollte ihnen auf vielerlei Weise helfen, sie zu brauchbarer Arbeit anzuhalten, die ihren unterschiedlichen Veranlagungen entspricht. Ihr Väter, schenkt euren Kindern so viel Zeit wie möglich. Versucht, mit ihren verschiedenen Wesensarten vertraut zu werden. So könnt ihr sie in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes heranbilden. Niemals solltet ihr Worte der Entmutigung sprechen. Bring keine Dunkelheit ins Haus. Seid zu euren Kindern freundlich, gütig und liebevoll, aber nicht in törichter Weise nachgiebig. Lasst sie ihre kleinen Enttäuschungen so tragen, wie es jeder muss.
Ermutigt sie nicht darin, dass sie wegen jeder kleinen Beschwerde über andere zu euch kommen, sondern lehrt sie, den anderen zu tragen und versucht, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Achtung aufrechtzuerhalten. Gemeinsam mit ihnen in Arbeit und Spiel. Väter, verbindet Liebe mit Autorität, Freundlichkeit und Anteilnahme, mit durchgreifender Zucht. Widmet manche Mußestunden euren Kindern. Werdet mit ihnen bekannt. Nehmt teil an ihrer Arbeit und ihrem Spiel und gewinnt ihr Vertrauen. Pflegt Freundschaft mit ihnen, besonders mit euren Söhnen. Dann werdet ihr einen starken Einfluss zum Guten haben. Lehrt sie Lektionen aus der Natur. Der Vater sollte bemüht sein, die Aufgaben der Mutter zu erleichtern. Er sollte den Kleinen die schönen Blumen und die hohen Bäume zeigen, an denen sie die Macht und die Liebe Gottes erkennen können. Er sollte ihnen zeigen, dass der Gott, der dies alles geschaffen hat, nur das Schöne und Gute liebt. Christus wies seine Jünger auf die Lilien des Feldes und die Vögel unter dem Himmel hin, indem er ihnen zeigte, dass Gott für sie sorgt und deshalb noch viel mehr für den Menschen, der doch höher als die Vögel und Blumen steht. Sagt den Kindern, wenn man noch so viel Zeit verschwendete, um sich äußerlich zu schmücken, dass das Aussehen doch niemals der Schönheit der einfachsten Blumen des Feldes gleichkommen würde. So werden ihre Gedanken vom Künstlichen zum Natürlichen hingelenkt. Sie können daraus lernen, dass Gott ihnen alles Schöne zu genießen gegeben hat und sie ihm ihr Herz ganz schenken sollen. Er kann sie mit in den Garten nehmen und ihnen die sich öffnenden Knospen und die Blumen zeigen, wie sie in den verschiedenen Farbtönen blühen. Dadurch kann er ihnen die wichtigsten Lektionen über den Schöpfer erteilen, indem er das große Buch der Natur ihren Sinnen öffnet, wo sich die Liebe Gottes in jedem Baum, jeder Blume und jedem Grashalm ausdrückt. Er kann ihren Gemütern einprägen, dass Gott noch viel mehr für die Geschöpfe sorgt, die nach seinem Bild geschaffen sind, wenn er es schon für Bäume und Blumen tut. Er kann sie dahin führen, sehr früh zu verstehen, dass Gott liebenswürdige Kinder mag, die nicht künstlich geschmückt, sondern mit einem schönen Charakter und dem Liebreiz von Freundlichkeit und Zuneigung erfüllt sind und deren Herzen vor Freude und Glück springen.